Sie sind hier, 26. Juli 2018, 17.35 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Connor MC Gregor kommt nach seiner Busattacke vergleichsweise glimpflich davon. Urheberrecht Getty Images. Glück für Connor MC Gregor, der Ehre kam nach einer Attacke auf einen Shuttlebus im April lediglich mit ein paar Sozialstunden davon. Mixed Martial Arts Star Connor MC Gregor, 30, hat sich vor einem Gericht in New York des Vorwurfs der Störung des öffentlichen Friedens schuldig bekannt und ist mit einer milden Strafe davongekommen. Der Ehre hatte im April in einer Gruppe von rund 20 Personen nach einer Pressekonferenz einen Shuttlebus mit MMA-Kämpfern attackiert. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie er den Bus mit Stühlen, Mülleimern und anderen Gegenständen bewirft. Bei der Auseinandersetzung erlitten einige Personen Schnittwunden und andere Verletzungen. Das Gericht honorierte MC Gregors Geständnis und verhängte lediglich einen 5-tägigen Sozialdienst gegen ihn. Durch diesen Deal mit der Staatsanwaltschaft entgeht der 30-Jährige einer Gefängnisstrafe. Im schlimmsten Fall hätten ihm 7 Jahre Haft gedroht. MC Gregor, der 2017 gegen den früheren Boxweltmeister Floyd Mayweather in einem aufsehenerregenden Boxkampf verloren hatte, dankte dem Richter für den milden Urteilsspruch und dafür, dass er mir erlaubt hat, meinen Weg fortzusetzen, betonte der Ire. Im Juni hatte MC Gregor mitgeteilt, dass er den Vorfall bereue.